Wir wollten von Anfang an Gas geben. Das haben wir, denke ich, geschafft. Und ärgerlich, dass wir das eine blöde Gegentor noch zum Ende hin bekommen haben. Wir wollten eigentlich zu Null spielen und ja, im Grunde genommen bei den Temperaturen zufrieden. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, muss man eindeutig sagen. Ne? In der ersten, das 3-0, geht völlig in Ordnung für Dassendorf. Die haben uns gut laufen lassen, haben ein gutes Positionsspiel gehabt. Von daher würde ich sagen, das ist okay, wenn die jetzt 3-0 führen. War auch, ich glaube, die hatten 4 Großchancen, 3 Tore machen sie da raus. Da merkt man natürlich, da ist Qualität vorhanden. Zweite Halbzeit haben wir, finde ich, ganz gut zurückgeschlagen. Sind dann ein bisschen mutiger geworden, haben vielleicht auch ein bisschen den Respekt ein bisschen nachgegeben und haben gesagt, jetzt müssen wir mal was machen. Und ja, wer weiß, wie es läuft, wenn Sascha das 3-1 ein bisschen früher macht, den verschossenen Elfmeter. Nachher war das Tor natürlich zu spät, das 3-1. Ne? Ja, weiß nicht, am Anfang war ich auch überrascht, sehr verhalten. Die Gegner, die zu uns kommen, die mauern eigentlich immer viel. Ja, aber wir haben auch gut an, wir waren gleich da, griffig in den Zweikämpfen und ja, verdient gewonnen.